lässt sich kauen. Er lässt sich auseinanderziehen. Man kann Blasen machen und ihn überall hinkleben. Was passiert aber, wenn man Kaugummi verschluckt? Nicht aus Versehen, sondern jedes Mal. Kann der Kaugummi den Verdauungstrakt verstopfen? Und stimmt es, dass man davon sterben kann? Hier ist Was wäre wenn? Und das passiert, wenn man ständig seinen Kaugummi verschluckt. Ob mit Minz oder Fruchtgeschmack. Einfach lecker. Kaugummi ist eine 29 Milliarden Dollar Industrie, die sich bis 2025 voraussichtlich verdoppeln wird. Kaugummikauen kann sogar die Gesundheit fördern. Eine Studie der Swinburne University ergab, Kauen reduziert den Stresslevel. Eine weitere Studie besagt sogar, dass das Kaugummikauen das Kurzzeitgedächtnis verbessert. Aber sie enthalten jedoch viele Inhaltsstoffe, die auch in Dichtungen, Klebern und Plastiktüten vorkommen. Wie gesund ist es also, Kaugummis zu verschlucken? Um eins klarzustellen, der Kaugummi bleibt keine 7 Jahre im Magen. Aber das wusstest du ja schon, oder? Ein gesunder Körper kann einen Kaugummi innerhalb weniger Tage ausscheiden. Wenn du also ab und an einen verschluckst, wird dich das nicht umbringen. Bei größeren Mengen sieht das aber anders aus. Das Problem ist, dass ein Kaugummi unverdaulich ist. Kaugummi, manche Kerne und Mais können zu Magensteinen verklumpen, den Bezoaren. Sie sammeln sich im Verdauungstrakt an und können Verstopfungen verursachen. Ja, das liegt daran, dass Kaugummi eine Art Kautschuk ist. Ursprünglich aus Chicle, dem Milchsaft des mittelamerikanischen Breiapfelbaums, wird es seit dem Zweiten Weltkrieg künstlich hergestellt. Du willst weitermachen? Wirklich? Na dann, weiter geht's. Du schluckst jetzt seit einiger Zeit täglich mehrere Kaugummis. Die sammeln sich alle in deinem Verdauungstrakt an. Wenn sich dahinter Nahrungsmittel, Flüssigkeit, Magensäure und Gase stauen, kann dies Druck erzeugen. Du würdest wahrscheinlich Blähungen und Durchfall bekommen und würdest an Erbrechen und Verstopfung leiden und so weiter. Ganz zu schweigen von den Schmerzen. In dem Fall solltest du dich schnellstmöglichst im nächstgelegenen Krankenhaus behandeln lassen. Bei einer leichten Verstopfung hättest du Glück gehabt. Sie wäre einfacher zu behandeln. Um den Wasserverlust auszugleichen, würde man dich an den Tropf hängen. Ein Blasenkatheter würde deinen Urin ableiten und eine Magensonde den Druck, die Blähungen und das Erbrechen lindern. Eine schwere Verstopfung könnte dich jedoch sprichwörtlich zerreißen. Der Darm könnte durchbrechen und schädliche Bakterien in die Bauchhöhle spülen. Das wäre tödlich. Selbst wenn dein Magen oder Darm nicht reißen, kann eine Verstopfung verhindern, dass Blut in den Darm gelangt. Dies kann zu Infektion, Absterben von Gewebe, eine Blutvergiftung und multiplem Organversagen führen. Das würde dich auch umbringen, falls du dich das gefragt hast. In beiden Fällen müsstest du dich wohl unters Messer legen und das wäre kein Zuckerschlecken. Es ist also keine gute Idee, ständig seinen Kaugummi zu verschlucken. Wenn du eine Vorliebe für Zähes hast, wie wäre es, wenn man sich nur von rohem Fleisch ernähren würde? Das ist aber ein anderes. Was wäre, wenn?